Herr des Himmels Gott, kehre zurück, heile uns wieder. Lass leuchten dein Angesicht, dass wir genesen. Liebe Schwestern und Brüder, dieses Evangelium von heute ist so etwas wie eine Illustration dessen, was uns der Apostel Paulus zugegebenermaßen manchmal in etwas anstrengenden Gedanken nahebringen will. Wenn Paulus davon spricht, dass es allein darum geht, Christus zu erkennen und dass man Gemeinschaft mit ihm haben muss. Das klingt immer gut und fromm und das ist sicher alles richtig, aber was heißt das konkret? Was heißt das konkret? Und Paulus fügt hinzu, nicht, dass ich das schon erreicht hätte. Also es ist nicht die Gegenwart, aber ich strecke mich nach dem aus. Und wie eine Bebilderung erzählt uns das Evangelium heute jene Begegnung zwischen Jesus, der Gruppe, die diese Ehebrecherin, um die es geht, steinigen will, und dieser Frau eben selber. Eine erste Bemerkung muss man machen zu diesem Stück, das da am Anfang des 8. Kapitels im Johannesevangelium steht. Denn es gehört ursprünglich sicher nicht zum Johannesevangelium. Diese Erzählung ist ein bisschen herumgeschubst worden, wie jene Frau, um die es im Evangelium geht. Diese Erzählung stand einmal im Lukasevangelium, dann stand sie mal am Ende des Markusevangeliums, dann ist sie ein bisschen im Johannesevangelium herumgegeistert, bis man sie an das Anfang des 8. Kapitels gesetzt hat. Es ist ein altes Stück des Evangeliums. Nicht, dass Sie denken, das hätte man später so irgendwie hereingeflickt. Es ist ein altes Stück Jesus-Tradition. Und es findet seinen Platz, und das ist wichtig zum Verständnis dieser Geschichte, unmittelbar vor dem Satz, den wir nicht mehr gehört haben, in dem Jesus im 12. Vers sagt, ich bin das Licht der Welt. Hier gibt es die große Brücke zwischen dem, was Paulus sagt, ich will die Macht der Auferstehung Christi erkennen, Gemeinschaft haben mit seinem Leiden. Und ich habe das noch nicht erreicht. Ich bin das Licht der Welt. Diese ganze Erzählung zwischen Jesus und der Ehebrecherin, ihrer drohenden Steinigung, ist eine Erklärung dessen, was es bedeutet, Jesus als Licht der Welt zu sehen und zu erfahren. Was geschieht dort im Evangelium? Jesus lehrt am Eingang zum Tempel, am Vorhof, wie er das immer wieder tut. Menschen treffen sich dort. Und plötzlich entsteht eine Unruhe. Da kommt eine Gruppe von Schriftgelehrten und Pharisäern, Wächter des Gesetzes, der Tora, der Gebote Gottes. Und das sollen wir noch gar nicht negativ hören. Die schubsen eine Frau vor sich her. Die hat man eben auf frischer Tat ertappt beim Ehebruch. Ein leichtes Mädchen, wie wir sagen. Und das ist eine willkommene Gelegenheit, Jesus in die Bredouille zu bringen. Also, nach der Tora muss die gesteinigt werden. Was sagt Jesus? Man erwartet, dass er in Anbetracht der Gruppe, die zu Jesus freiwillig gekommen sind, um sich belehren zu lassen, und in Anbetracht der klaren Gesetzesübertretung, Jesus, so wie wir das heute vielleicht tun würden, so eine wachsweiche Antwort gibt. So was Weichgespültes. Und dann hat man einen wunderbaren Vorwurf Jesus gegenüber. Aber Jesus sagt nichts. Das ist das einzige Mal, dass das Evangelium berichtet, dass Jesus schreibt. Und zwar in den Sand. Natürlich wissen wir nicht, was das war. Jesus, als würde er das gar nicht zur Kenntnis nehmen. Es ist eine Erklärung dessen, ein erster Punkt schon, was es bedeutet, ich bin das Licht der Welt. Es ist leicht, Schlaglichter zu werfen, die Scheinwerfer anzumachen, auch für eine mediale Öffentlichkeit und Bloßstellung vorzunehmen. Das ist immer ganz einfach. Andere vor sich herzuschubsen und sagen, guck dir die an oder den. Das kommt immer gut an, das gibt dann die großen Überschriften. Da kann man Abende, monatelang Talkshows oder sonst etwas mit bestreiten. Guck dir die an. Hier,
alles offenkundig, bei helllichtem Tag geschehen. Jesus schweigt dazu. Warum schweigt er? Hat er keine Meinung dazu? Gibt es von ihm kein Urteil? Sieht er einfach darüber hinweg und sagt, geht mich nichts an. Macht, was ihr wollt. Das wäre zu billig. In dieses Schweigen Jesu hinein, in das Kritzeln am Sand, entsteht erneut eine Unruhe. Was ist denn da los? Man muss noch einmal nachfragen, man muss diesen kritzelnden Meister da noch mal neu auffordern. Also jetzt, hier, jetzt gilt es, mach eine klare Aussage. Und so bedrängt, auch geradezu provoziert, gibt Jesus eine Antwort. Eine, die wir nicht erwarten und eine, die die Schriftgelehrten damals nicht erwartet haben. Jesus ändert plötzlich radikal die Perspektive. Das, was als Schema vollkommen klar ist, hier eine Frau, die Ehebruch getrieben hat, Unzucht getrieben, bei helllichtem Tag. Und dort diejenigen, die wissen, dass sie das Recht auf ihrer Seite haben, sogar die Gebote Gottes. Das ist doch sonnenklar. Ich bin das Licht der Welt. Liebe Schwestern und Brüder, dieses Licht, das Jesus ist und das Jesus bringt, sieht tiefer. Es sieht tiefer. Es sieht nicht nur auf die Oberfläche, nicht nur auf die Schemata, die wir uns machen und die wir haben und die wir manchmal auch zu Recht einklagen. Jesus sieht tiefer. Dieses Licht der Welt dringt ins Innerste vor des Menschen. Das macht es hell. Das, was auch dem Sonnenlicht verborgen bleibt, was nicht in der Öffentlichkeit geschrieben, gesendet und gedruckt wird, auch das sieht Jesus. Und deshalb diese ungewohnte Antwort: Der von euch werfe als Erster einen Stein, der ohne Sünde ist. Diesen tieferen Blick, das Licht, das von den Scheinwerfern unabhängig ist, von dem, was bloßgestellt ist. Als wäre eine solche Frau nicht schon bloßgestellt genug. Oder viele andere, die im Moment in das Licht der Öffentlichkeit gezerrt werden. Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Das ist hartes Brot, ungewohntes Brot. Denn es stellt uns selber in Frage und das, was hier geschieht im Evangelium, spricht Bände. Der Evangelist schreibt, alle gehen weg. Die am sichersten waren zuerst, die Ältesten, die es doch eigentlich schon hinter sich haben, die genug Lebenserfahrung haben, die sagen, wir sind inzwischen so alt, wir sind auf der sicheren Seite, bei uns passiert nichts mehr. Ich bin ein älterer Mensch, ich mache ja nichts Schlimmes mehr. Hören wir auch auf. Da sind die Jungen für zuständig, für das Schlimme, für die ganz krummen Dinger. Wir ja nicht mehr. Wir sind aus dem Gröbsten raus, sagen wir. Die, sagt der Evangelist, gehen zuerst. Sie sind ertappt. Das Licht, das Jesus selber ist und das hier an dieser Stelle aus ihm herausbricht, stellt sie bloß. Mindestens so bloß, wie jene Ehebrecherin auf frischer Tat ertappt. Und jetzt ist die Frage, wie verhalten wir uns? Wenn wir jetzt eine gewisse Genugtuung verspüren, zu sagen, jetzt hat der Jesus es diesen Dreckskerlen aber mal gegeben, die Leute so an die Öffentlichkeit ziehen und die nur suchen im Schmutz der anderen herum, dass sie endlich was haben und sie lehnen sich sozusagen schon mit Wohlwollen zurück in die Bank, dann hätten wir das Evangelium noch nicht ganz verstanden, denn es geht ja auch um uns. Wir sollen uns nicht in der Rolle des lachenden Dritten gefallen, sondern es meint auch uns. Es stimmt ja, dass Jesus das Licht der Welt ist und dass dieses Licht auch in die Dunkelheit unseres Lebens fällt, auch in die Verborgenheit unseres Herzens, unserer Gedanken, in dem, was da oft genug aufsteigt und was nur manchmal ans Tageslicht findet. Jesus erleuchtet auch das. Nicht nur die Schriftgelehrten und Pharisäer, nicht nur das, was ohnehin schon zutage getreten ist bei der Ehebrecherin, sondern auch uns hier. Er lüftet sozusagen auch unsere Sonntagskleider. Und das ist wichtig. Die Frage ist, wie stellen wir uns diesem Licht?
Wie gehen wir mit diesem Licht um? Machen wir das wie die Schriftgelehrten und Pharisäer? Sie fliehen geradezu vor diesem Licht. Sie gehen weg, nicht traurig, sondern suchen erneut, weil sie sich ertappt und bloßgestellt fühlen. Sie sinnen erneut darauf, etwas gegen Jesus in der Hand zu haben. Dass man den, der das Innerste, das Verborgenste hell macht, dass man den aus dem Weg schafft, als wäre damit auch das Verborgene weg. Nein, das ist nicht der Weg, damit umzugehen. Diese Frau, die doch bis am Ende in der Mitte steht, sie hat es verstanden. Und sie hat es nicht deshalb verstanden, weil Jesus sagt, naja Mädchen, hast ein paar krumme Dinger gemacht, das ist auch irgendwie nicht ganz in Ordnung, aber mach mal weiter, ist ja egal. Das ist doch viel zu billig, so wie wir das manchmal sagen. Als wäre es einfach fortzusetzen. Nein, auch ich verurteile dich nicht, aber geh und sündige nicht mehr. Hier wird nichts bagatellisiert und nichts verharmlost und nichts vertuscht. Aber dieses Licht, das Jesus selber ist, richtet, aber es ist mehr als Gericht. Dieses Licht ist auch zugleich ein Licht, das etwas an den Tag bringt. Und das ist wichtig, auch wenn uns das in diesen Wochen furchtbar wehtut. Aber im Grunde genommen müssen wir geradezu darum beten, dass alles ans Licht kommt. Weil sich vor dem Licht Christi, vor dem Licht, das Christus selber ist, nichts verbergen lässt. Gar nichts. Alles muss heraus. Aber dann, wenn alles heraus ist, erfahren wir auch das andere. Dass das Licht Christi, das Christus selber nicht nur richtet, sondern auch rettet. Geh hin und sündige nicht mehr. Das ist der Wendepunkt, liebe Schwestern und Brüder. Wenn alles heraus ist, dann ist nicht das letzte Wort schlechthin nur Gericht und Verurteilung, sondern das Wort, das Jesus heute sagt, damals der Frau, uns als Kirche und jedem und jeder Einzelnen von uns. Auch ich verurteile dich nicht, aber geh hin und sündige nicht mehr. Wir werden das realistischerweise, ohne dass ich jetzt hier über die Köpfe oder über die Herzen oder über den Umkehrwillen von uns allen hinweg sprechen möchte, wir werden das möglicherweise nicht schaffen. Ob die Frau es geschafft hat, wissen wir nicht. Wir werden es nicht schaffen bei noch so gutem Willen. Aber was wir tun können, ist, dass wir uns an diesem Licht orientieren. Und orientieren heißt nicht einfach, dass wir irgendwo gucken und dann mal sehen, ob wir dann dahin gehen. Sondern, dass uns, wenn wir erneut von der Sünde kontaminiert sind, dass wir nicht weglaufen vor dem Licht, wie das hier die Schriftgelehrten und die Ältesten tun, wie die Hasen vor einem Lichtkegel eines Autoscheinwerfers in der Nacht, sondern, dass wir dieses Licht suchen, weil es unsere einzige Rettung ist. Dass wir traurig werden, dass uns so oft die Kraft fehlt zur Änderung und den Willen, den wir haben, durchzuhalten. Aber dass wir die Gemeinschaft brauchen mit dem, was Paulus sagt. Christus will ich erkennen. Und ich will ihn erkennen als das Licht der Welt, als das Licht, das alles an den Tag bringt. Aber das Licht, das rettet. Christus will ich erkennen als das Licht der Welt, die Macht seiner Auferstehung und, wie es Paulus nicht verschweigt, die Gemeinschaft mit seinem Leiden. Sein Tod soll mich prägen. Es ist, liebe Schwestern und Brüder, was wir in diesen Tagen tief und tiefer begehen und wozu wir eingeladen sind, der Durchgang durch Leiden und Tod zu einem Leben, das unzerstörbar ist. Ostern ereignet sich immer auch dann, wenn Jesus zu jedem und jeder von uns spricht, auch ich verurteile dich nicht, aber geh hin und sündige nicht mehr.